Wie wichtig ist die Dividendendynamik und die steigenden Gewinne? Moin moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir die Wichtigkeit der Dividendendynamik und der steigenden Gewinne anhand von zwei Beispielen zeigen, und zwar an IBM und einmal Compass Group. Starten wir mit der IBM-Aktie. Wenn man die im Jahr 2018 erworben hätte, würde man 106 Dollar dafür zahlen. Die Dividende betrug damals 2008 1,90 Dollar. Das entsprach dann einer Dividendenrendite von 1,8%. Im zweiten Jahr, also 2009, hätte man bereits 2,15 Dollar erhalten. Somit würde sich die persönliche Dividendenrendite auf 2% erhöhen, wie man hier so schön sehen kann. Im Jahr 2010 hat IBM eine Dividende in Höhe von 2,50 Dollar ausgeschüttet. Die persönliche Dividendenrendite erhöht sich dadurch auf 2,4%. Wenn wir jetzt weiterspringen, ein paar Jahre überspringen und in das 10. Jahr gehen, also 2018, so hat IBM damals, 2018, 6,10 an die Aktionäre ausgeschüttet. Demnach würde die persönliche Dividendenrendite nach 10 Jahren schon 5,7% sein. Die Dividendendynamik bei IBM lag in den letzten 10 Jahren durchschnittlich bei 12%. Das Investment von 2008 mit einer Anfangsdividendenrendite von 1,8% hat sich bis 2018 auf 5,7% weiterentwickelt. Also von 1,8 hat man gestartet und im 10. Jahr war man bereits bei 5,7%. Und das hat man bekommen, obwohl man dafür nichts mehr getan hat. Man hat quasi einmal die Aktie erworben und hat dann kontinuierlich Geld erhalten. Wenn wir uns jetzt einmal die Wachstumsanalyse mal anschauen beim Screener Aktienfinder.net, da sehen wir, dass sich die Gewinne von 2008 bis 2012 positiv entwickelt haben. Also die Gewinne sind bis 2012 angestiegen und dann stagnierten sie ein, zwei Jahre. Und ab 2014, wie man hier schön sehen kann, fielen diese sogar noch weiter runter. Also die sind dann bis 2016 gefallen und dann sind sie wieder stabil geblieben. Also man kann sagen, seit einigen Jahren ist das wieder im Rückfall. Die Dividenden aber wurden jedes Jahr kontinuierlich angehoben, wie man hier schön sehen kann. Die blauen Balken, das sind die Dividenden und die wurden immer höher, immer höher, immer höher. Wie vorhin noch schon gesagt, also man hat mit 1,8% Dividendenrendite angefangen in 2008 und ist mittlerweile mit der persönlichen Dividendenrendite 2018 bei 5,7%. Der Kurs stand 2012, also hier auf dem Höchststand, bei 196 US-Dollar. 2008 lag dieser ja noch bei 106 US-Dollar. Mit dem steigenden Gewinn ist die Aktie immer teurer geworden. Das sieht man also hier bis 2012, ist sie immer teurer geworden. Mit dem wegbleibenden Gewinn fiel die Aktie aber wieder bis 2018 wieder runter auf 120 US-Dollar. Also man sieht, die ist hiermit bei 106 Dollar gestartet, stieg dann bis 2012 an, auf den Höchststand von 196 US-Dollar ungefähr. Dann hat IBM keinen Gewinn mehr produziert, also die Gewinne blieben aus und der Kurs der Aktie fiel auch wieder runter.
Genauso wie der Gewinn ging wieder auf 120 US-Dollar runter. So, schauen wir uns auch mal das zweite Beispiel an. Das ist die Compass Group. Jetzt kommen wir mal runter. So, dann die Compass Group. Das ist halt, die Compass Group, die konnte direkt schon vom Beginn an, also die Anfangsdividendenrendite war schon sehr hoch. Und zwar lag sie bereits bei 4%, da sie im ersten Jahr auch schon 11 Cent hier ausgezahlt haben, wie man sehen kann. Man hat die Aktie, das ist die Abkürzung CPG, das ist die Compass Group, konnte man 2008 für 2,75 erwerben und hat, wie man sieht, 2008 auch die Dividende erhalten. Also das waren 11 Cent. Das ist die Dividendenrendite, beträgt dann 4%. Im zweiten Jahr, 2009, hat man dann 1 Cent mehr erhalten, also 12 Cent. Und die Dividendenrendite, also die persönliche Dividendenrendite, betrug dann schon 4,4%. Im Jahr 2010 wurde es noch weiter angehoben und da lag die Dividende bei 14 Cent und die Dividendenrendite betrug dann schon 5,1%. Springen wir wieder ein paar Jahre weiter, also in das 10. Jahr 2018, da würde man jetzt 35 Cent erhalten und das würde dann einer persönlichen Dividendenrendite von 12,7% entsprechen. Und auch die Dividendendynamik bei Compass Group lag in den 10 Jahren, so wie bei IBM, durchschnittlich bei 12%. Die Entscheidung für CPG im Jahr 2008 zu kaufen, wäre eine wirklich gute gewesen. Denn das Investment mit einer hohen Anfangsdividende, Rendite von 4%, hat sich bis 2018 auf eine zweistellige persönliche Dividendenrendite erhöht. Und zwar, wie gesagt, 12,7%. Hier erhält man wirklich, ohne etwas dafür zu tun, immer Jahr pro Jahr immer mehr Geld. Schauen wir uns auch hier die Wachstumsanalyse bei Aktienfinder mal an. Muss ich einmal rein. So, das ist die Wachstumsanalyse für die Compass Group und da sehen wir ein bisschen anders als bei IBM, und zwar ist hier ein stetig kontinuierlicher Gewinnzuwachs zu verzeichnen. Also man sieht, 2008 lag man bei 0,23 Cent an Gewinn und mittlerweile liegt man schon bei 0,7 Cent pro Aktie an Gewinn. Und man sieht auch hier keine Dellen dazwischen, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Wachstum, also der Gewinn wurde Jahr für Jahr immer erhöht, wenn man so schön sehen kann. Und auch die Dividenden wurden ja, wie bereits eben gesagt, wurden Jahr für Jahr erhöht. Und parallel dazu auch der Gewinn. So, wenn man sich jetzt den Aktienkurs anschaut bei der Compass Group, dann wird man sehen, dass dass wir hier vorne bei den 2,75 standen und mittlerweile stehen wir schon bei 16 Pfund. Also der Preis hat sich nochmal stark nach oben korrigiert, weil das Unternehmen stets Gewinn gemacht hat. Also das Unternehmen wuchs und hat immer weiter Gewinn erwirtschaftet und dadurch ist auch der Kurs immer teurer geworden. Also durch eine hohe Dividendendynamik lässt sich die persönliche Dividendenrendite ordentlich steigern. Wie man am Beispiel von IBM sehen konnte, war die Anfangsrendite beim Kauf nur 1,8%. Nach 10 Jahren
lag diese aber schon bei 6,1%, bei 5,7%, bei 6,10 Dollar. Leider hat der Kurs von IBM nicht wirklich zugenommen, da der Konzern in den letzten Jahren nicht gewachsen ist, also keinen Gewinnzuwachs mehr hatte. Deshalb ist der Kurs auch von IBM auch nicht weiter gestiegen. Dieser steht derzeit bei 120 US-Dollar und 2008 stand er ja bei 106 US-Dollar. Somit würde man auch heute eine ähnliche Rendite erhalten, sogar bei IBM, und die wäre circa bei 5,1%. Also man kann sagen, der Kurs stieg nicht, weil der Konzern auch keinen wirklichen Gewinn gemacht hat. Anders als bei der Compass Group. Würde man im Jahr 2018 die Aktie kaufen wollen, so müsste man bereits ca. 16 Pfund dafür für eine Aktie zahlen. Und die Dividendenrendite beträgt jetzt gerade bei ca. das liegt bei ca. 2,2%. Hatte man aber die Compass Group im Jahr 2008, also vor 10 Jahren, erworben, so würde die persönliche Dividendenrendite mittlerweile schon über 12% betragen, wenn man hier so schön sehen kann. Deswegen sollte man nicht nur auf die Dividendenrendite und das Dividendenwachstum achten, sondern auch auf die Gewinnstabilität bzw. den Gewinnzuwachs des Unternehmens. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und passt auf euer Geld auf und investiert in solide Unternehmen mit einem guten Gewinnzuwachs, einer guten Dividendenrendite und einem hohen Dividendenwachstum. Bis dahin, tschüss.